Was ist das Besondere an Ibn Baz, rahimahullah ta'ala? Er wird ja viel gelobt. Und was ist mit dem Vorwurf, dass er Palastgelehrter wäre? Okay. Was ist mit ihm? Der war ein Großgelehrter in unserer Zeit. Die anderen, die Gelehrten, die Ulema, haben ihn bestätigt. Außer natürlich jetzt Schia, Sufis und Leute, die gegen seine Aqidah sind. Natürlich, die werden ihn nicht bestätigen und die werden von ihm schlecht reden. Aber die Gelehrten von Ahlus-Sunnah wal-Jamaa allgemein und die Gelehrten, die auch von anderen Gruppierungen sind, die Respekt vor dem Wissen haben, die haben ihn alle bestätigt. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dazu, man sollte seinen Lebenslauf, Barakallahu fikum, lesen. Er hat bei so vielen Schüchen gelernt, er hat den Koran und die Bücher auswendig gelernt. Sheikh Ibn Baz war ein Mufti von Saudi-Arabien. War er ein Palastgelehrter? Einige Leute werden sagen ja, weil er, sage ich jetzt, Mufti war. Und einige, die ihn richtig kennen, die werden sagen, auf keinen Fall. Hat Sheikh Ibn Baz Fehler gemacht? Ja, hat er. Okay, wenn er Fehler gemacht hat. Aber dann wird er inshallah Lohn bekommen. Aber die Frage ist, hat er Fehler gemacht, weil er, sage ich jetzt, schmeicheln wollte, anschleimen wollte? Oder hat er etwas Fatwa gegeben und er war davon überzeugt, dass es richtig ist? Ja? Auch Al-Imam Ahmed hat er Fatwa gegeben, weil er, sage ich jetzt, den Leuten gut machen wollte. Oder weil er davon überzeugt war? Das ist die Frage. Seine Absicht ist zwischen ihm und Allah. Wir kennen das nicht. Und deshalb definitiv war Sheikh Ibn Baz nicht Palastgelehrter. Und er war von den großen Gelehrten in unserer Zeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Barmherzigkeit schenken. Macht er Fehler? Ja, er macht Fehler. Wir sind nicht die Leute, die sagen, unsere Gelehrten sind fehlerfrei. Und wir sind keine Gelehrten, die sagen, egal, wir sind keine Leute, die sagen, egal was der Gelehrte gesagt hat, dann musst du das annehmen. Nein, wir sagen, okay, wir haben Respekt. Der ist Gelehrter, der hat Wissen. Und er hat einen Fehler. Aber wer sagt, der hat Fehler gemacht? Andere Gelehrten, die Wissen haben. Nicht aber kleine Kinder, die noch nicht zwei Eier vom Koran haben. Möge Allah uns bewahren. Die Leute haben sage ich jetzt, diese Instrumente für Wahrheitsfindung verloren. Und deshalb siehst du, dass eine Person heute ist Sufi, morgen Takfiri, übermorgen ich weiß nicht was, übermorgen was, und am Ende manche verlassen auch den Islam. Warum? Weil man kein Wahrheitsfindungspfad hat. Auf jeden Fall, möge Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Ibn Baz und alle anderen Schuyuch, die für den Islam ihr Leben geopfert haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das Paradies als Belohnung geben.